Ja. So, das war Hamburg, das war mega geil. Ihr habt jetzt nochmal die Chance, mal einen kurzen Rückblick zu machen. Wir switchen aber mal zurück auf, glaube ich, diese Nacht. Auch wenn die Welt Hunger jäht, wir bauen auf, wann in die Schäden und Seele lachen, nie feiern, wenn wir alle zusammen stoppen. Wir sind auf dem Weg nach Hamburg. Erzähl mal. Ja, ich habe nichts mehr. Ich glaube, jetzt hochkommt, 3 Stunden geschlafen. Oh, Kinders. Halt mich hier wach mit Kaffee vom Rasthof. Und der Tempomat bringt mich sicher nach Hamburg, hoffentlich. Aber den Stil war ja eigentlich ganz cool. Ne? Wir machen gerade noch mal eine kurze Pause, sind, weiß nicht, 40 Minuten da und dann freuen wir uns sehr. Wollen wir ein bisschen Zeit ziehen machen, das Wetter ist auf einmal voll gut. Wir sind eben bei Regen losgefahren und jetzt ist es traumhafter Sonnenschein hier. Hallo. Der Vorteil zum anderen Empfang wird, was hinten ja letztes Mal ein bisschen problematisch war. Hi, hier ist Lucy von Luxury Lucy. Hi Leute. Hi. Bitte der David. Das ist der David. Ja, mit dem hätte ich auch direkt ein Foto machen müssen. Ja, wir sind jetzt gerade unterwegs. Wir müssen ja noch etwas für die Souvenirbox holen. Und ja, mal gucken, was wir finden werden. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es sehen. Lakritz-Kaugummi. Das ist total cool, ich habe jetzt so ein Projekt halt. Vielleicht holen wir auch einfach was da drüben im Kiosk. Sollen wir hier was holen? Hier jetzt? Ich wusste jetzt nicht, ob es da irgendwas gibt, was man so gebrauchen könnte. Asia Quick könnte hier ein Imbiss sein, aber auch was anderes. Vielleicht finden wir hier was. Hier in den Tassen. Das wäre typisch, ne? Viel zu viel Auswahl. Also irgendwas Sexuelles wäre schon ganz cool, ne? Das ist vielleicht ganz cool, wenn wir sowas hier machen. 1 Euro? Na gut. 1,05 Euro. Ich bin wahrscheinlich wieder total zu blöd dafür. Ah. Aber wir gucken mal, vielleicht finden wir noch eine Kleinigkeit. Okay. Haben wir schon mal was? Hallo, können wir gleich kurz in den Museumsshop? Okay, dann gucken wir mal. An so einer Ecke. Also eine richtige coole Karte. Es gibt eine Kneipe da vorne, die ist da. Das ist super. Wir haben auch am Wochenende eine super Aktion. Wir pinkeln zurück, oder St. Pauli pinkelt zurück. Denn bekanntes Problem auf St. Pauli ist die Pissproblematik. Ja, das kennen wir doch auch in Köln. Ja, ja, das ist super. Die Pissproblematik wurde jetzt insofern gelöst, dass wir diesen Lack hier verkaufen. Das verkaufen wir nicht als Museum, sondern das kann man frei kaufen. Wo gibt es das eigentlich noch? Im Internet. Oder? Im Internet, genau. Das wird so ein bisschen angetrieben durch unsere Reeperbahn-Flussinitiative. Die sind diejenigen, die dahinter stehen und jetzt ein bisschen vertreiben und auch vermarkten. Und ihr habt gleich eine Versicherung gekauft. Hat den Hintergrund, dass wenn du das irgendwo an größere Wände ran schraubst oder ran sprühst, dann geht das direkt zurück auf deine Hose. Das ist ziemlich scheiße auch. Das ist ziemlich kacke, wenn du dann unterwegs bist. Mit diesem Lack. Genau. Ja, deshalb gibt es diese Aufkleber, die wenn du das irgendwo an Häuser, wenn du das an Häuserwände aufträgst, kannst du das rankleben. Okay. Oder das Schild ran. Und komm, wir nehmen das Schild. Dann seid ihr halt durch. Ja, wir hätten gerne das Schild. Dann kannst du auch was Lustiges zu erzählen. Das ist auch wirklich einmal, ich gebe es nicht überall an jeder Ecke. Das ist hier. So, wir haben jetzt dieses Schild gekauft, zusätzlich noch den Aufkleber bekommen. Und hier gibt es weitere Informationen zu der Pinkelproblematik in Hamburg. Aber wie gesagt, die haben wir in Köln ja auch und deshalb kann man das ja. Ja gut, wenn man das jetzt einfach so am Dom anbringt, ich weiß nicht, wie die Leute das finden werden. Aber ihr werdet schon eine Verwendung dafür hinfinden. So. Deshalb. Schild!
Ich komme ist hier so ein bisschen zweideutig. Einmal mit Olivia Jones. Ich mach mal schnell ein Foto. Ich muss, wir gehen jetzt hoch. Los geht's. Geilste Luft. War schön mit euch. Bis morgen.